Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich heute zu unseren beiden Vorträgen. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass so viele von Ihnen heute gekommen sind. Mich freut auch gerade, dass viele auch jüngere Leute heute hier sind, ein ganz gemischtes Publikum, also ganz toll. Herzlich willkommen, dass, wie gesagt, alle da sind. Wir haben heute einen ganz besonderen Abend und ich finde es auch toll, dass Sie gekommen sind, obwohl wir ja um 18 Uhr, nicht um 19 Uhr heute anfangen, weil wir ein besonderes Programm haben. Wir haben zwei Vorträge heute. Erst von Bettina Funke, den ersten Vortrag. Danach wird es eine kurze Pause geben. Da wird es auch etwas zu trinken geben. Man hat auch dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen, also im Informellen, weil wir doch die Zeit hier nutzen wollen, diese eine Stunde, und die Bettina Funke geben, damit sie ihren Vortrag mit dem schönen Titel Culture of Inflammation von den Nullerjahren bis 2020 hier halten wird. Und da möchten wir wirklich, dass sie die ganze Zeit auch zur Verfügung hat. Und wie gesagt, dann die Fragen draußen bei einem Drink. Und dann geht es weiter, ganz toll, mit Jeanette Mund, Narrating Wait, mit einem Akzent über dem E, was sonst nicht der Fall ist, einem Akzent. Narrating Vade Gaiten, Notes on Suspensions. Und dieser wird in englischer Sprache sein, aber wie wir uns haben sagen lassen, auch mit französischen und italienischen Einschüben. Und Deutsch. Sie merken, das ist aus mehreren Gründen heute ein besonderer Abend, nicht nur, weil wir zwei Vorträge haben, sondern auch, weil wir, ich glaube, ich möchte nicht so viel vorwegnehmen, aber zumindest, wie ich es mir vorstelle, vielleicht werden wir auch überrascht vom Gegenteil, doch zwei sehr unterschiedliche Vorträge haben werden. Ich werde jetzt erst Bettina Funke kurz vorstellen, dann die Pause und dann werde ich danach nochmal Jeanette Mund kurz vor ihrem Vortrag vorstellen. Die Kunsthistorikerin Bettina Funke wuchs in Münster auf und lebt seit 1998 in New York City. Sie promovierte in Kunstgeschichte und Philosophie an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, wo sie von 1992 bis 1998 studierte. Und 1999, und ich glaube, hier kommt dann schon unser Vortragsthema vielleicht sogar ins Spiel, von 1999 bis 2000 war sie Whitney Independent Study Fellow. Und seitdem, hatte ich gesagt, lebt sie auch in New York. Ich kenne Bettina Funke oder das Schreiben von Bettina Funke, die Aktivitäten von Bettina Funke sind mir das erste Mal aufgefallen ab so 2003, als sie mit Wade Guyton, Seth Price und Joseph Logan Continuous Projects publiziert hat, ab 2013. Es gab 13 Ausgaben ab 2003. Die Publikation sollten sie habhaft werden, einer dieser Publikationen. Die kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich bin totaler Fan von diesen Künstlerpublikationen, kann man sagen, aber doch mit einem kunsthistorischen Angang. Dann ein weiteres Buch, was ich zu Hause in der Bibliothek habe und was what is very dear to me, also was mir sehr, was ich sehr mag, wo ich sie auch ein bisschen beneide, denn als Kunsthistoriker, glaube ich, war das auch schon etwas ganz Besonderes, das Wade Guyton für dieses Buch, Pop oder Populismus, Kunst zwischen High und Low, 2007 erschienen bei Buchhaltung Walter König, dass Wade Guyton quasi das künstlerisch gestaltet hat, kann man, glaube ich, sagen. Und ich weiß, also ich finde dieses Buch nicht nur wegen dem Inhalt, der Inhalt ist wirklich sehr interessant und auch bringt wichtige Fragestellungen ins Spiel, die mich schon lange und ich glaube auch das Publikum schon lange interessieren. Aber einfach das Buch ist ein wirklich auch sehr schönes oder sehr attraktives Buch. Von 2009 bis 2012 leitete Bettina Funke die Publikationsabteilung der Documenta 13 und betreute die umfangreiche Buchserie 100 Notes, 100 Thoughts, als auch den Katalog, also drei Ausgaben, das Buch der Bücher, das Logbuch und das Begleitbuch. Und ich stelle mir vor, das war ein ziemlicher Marathon, dieses zu realisieren. Ich freue mich, Katrin Sauerländer, die ja auch involviert war, ist heute Abend auch anwesend und arbeitet ja jetzt im Museum Ludwig. Also so schließen sich die Kreise.
Sie hat von 2017 bis 2019 die Publikation MoMA PS1 A History konzipiert und auch 2016 eine Gesprächsreihe initiiert mit Künstlerinnen, Künstlern, überhaupt mit visuellen Denkern, kann man sagen, oder Denkerinnen am Artispace, wo sehr interessante Persönlichkeiten waren, beispielsweise Douglas Crimm, Sarah Moyes oder John Knight, um nur einige zu erwähnen. Und sie lehrt auch oder hat immer wieder gelehrt. So lehrte sie Ästhetik, Kunsttheorie und Kunstkritik am Bard College und an der ZKM in Karlsruhe und am NYU, am Hunter College und der Yale University. Ich komme langsam zu Ende. Man müsste eigentlich noch viel mehr vielleicht sagen über die Aktivitäten, aber wirklich nur die Highlights, oder was heißt die Highlights, das, was mich persönlich vielleicht auch besonders interessiert, sind vor allen Dingen aber auch ihre Schriften zur zeitgenössischen Kunst. Da gibt es sowohl Künstlermonografien wie auch Beiträge, das auch wieder teilweise Künstlermonografien oder allgemeinere Texte, in After All, Art Forum, Book Forum, Kaleidoskop, Parkett und Texte zur Kunst und auch hier, um nur wieder einige zu nennen. Sie merken also, und ich werde ja gleich auch Janet Mund vorstellen, Wade Guyton und das, was Wade Guyton beschäftigt, kommt schon sehr früh in der Arbeit von Bettina Funke vor. Wie gesagt, seit 2003 kennen die beiden sich und begleiten sich vor allen Dingen inhaltlich. Und deshalb glaube ich, dass wir kaum einen besseren Insight auf das Werk von Wade Guyton bekommen könnten als jetzt von Bettina Funke. Bettina, the floor is all yours. Vielen Dank, Yilmaz, und auch Leonie, vielen Dank für die tolle Ausstellung und die nette Einführung. Und vielen Dank den Freunden für diese Vortragsreihe und die Einladung, transatlantisch uns hier rüberzuholen. Ich lese Teile des Vortrags und teilweise spreche ich frei. Und es gibt viele Bilder, es gibt leider nur wenige englische Zitate. Meine englischen Freunde müssen sich an den Bildern festhalten. Zwei Dekaden ist der Titel dieser Ausstellung. Zum Anlass des Vortrags möchte ich mit Ihnen die Evolution des Werkes von Wade Guyton in einen Dialog mit der breiteren Geschichte des frühen 21. Jahrhunderts stellen. Es waren dichte und turbulente Jahrzehnte, wenn man die politischen und technologischen Entwicklungen betrachtet. Nicht nur die Kunstwelt, aber wohl auch die Welt als Ganze hat sich sehr verändert. Allein die Erweiterung der Kunstwelt, insbesondere was Institutionen, Publikum und Markt betrifft, ist verblüffend. Der größte Motor für all diese Veränderungen ist die rapide Entwicklung der digitalen Technologien. Shoshana Zuboff hat ein beeindruckendes Buch mit dem Titel Überwachungskapitalismus zu diesem Thema geschrieben, das mein Denken im letzten Jahr besonders beeinflusst hat. In einem Interview mit dem Guardian beschreibt Zuboff: Wir erleben gerade die tiefgründigste Verwandlung unserer Informationsumwelt seit Johannes Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks. In den folgenden 4 Jahrhunderten prägte und verwandelte Buchdruck Gesellschaft, aber niemand hätte in Mainz in, sagen wir mal, 1495 wissen können, dass eine Buchdrucktechnologie die Reformation anheizen würde, die Autorität der mächtigen katholischen Kirche untergraben würde, die Entstehung moderner Naturwissenschaften ermöglichen würde, bis dahin unbekannte Berufe und Gewerbe hervorbringen würde und sogar unser Hirn verändern würde. Auf 700 Seiten skizziert Zuboff die ökonomischen, juristischen und politischen Aspekte der Historie digitaler Technologien, wobei sie die Auswirkungen auf unser alltägliches und auch inneres Leben hervorhebt. Und hier entsteht, was ich kulturelle Entzündung nennen möchte. Was in den 90er Jahren als offener, kreativer und globaler Kommunikationsraum begann, in dem wir recherchieren, Verbindungen herstellen, produzieren, austauschen, hoch- und runterladen konnten, so viel wir wollten, hat sich im Zeitraum der letzten 2 Dekaden kontinuierlich in einen kontrollierten Raum der profitorientierten Wiederverwendung verwandelt. Mittlerweile wird unser sogenannter Data Exhaust, unsere Datenspuren, also die kompletten, detaillierten Informationen, die unser digitales Leben ständig aufzeichnet, für Profit oder politisches Interesse weiterverkauft. Once we searched Google, but now Google searches us. Once we thought of digital services as free,
But now surveillance capitalists think of us as free, schreibt Zuboff. Data exhaust ist aus dieser wirtschaftlichen Sicht das Öl der Zukunft. Dazu kommt, dass alles, was in ein digitales Format verwandelt wird, jegliche Wörter und Bilder, manipulierbar sind und manipuliert werden. Das ist die innere Logik des Digitalen. Die rund um die Uhr Nachrichten provozieren ständige Notfallreaktionen und entfachen Ängste und Gerüchte, die kontinuierlich annotiert und weiter verbreitet werden, egal ob real oder erfunden oder beides. Es handelt sich um eine emotional aufgeladene Sphäre, die weitgehend von dem, was wir einmal Wirklichkeit genannt haben, losgelöst ist. Dennoch ist sie gesellschaftlich und politisch extrem einflussreich. Dies ist, was ich als Kultur der Entzündung bezeichnen möchte. Entzündung hat als erstes eine positive Funktion. Sie kommuniziert und verlangt Aufmerksamkeit, produziert Hitze, um Heilung hervorzurufen. Doch zu viel Entzündung kann entflammen und chronische Entzündung ist kontraproduktiv. Mittlerweile ruft der permanente subtile Stress chronische gesellschaftliche Entzündung hervor. Eine Ökonomie des sympathischen Overdrive, die auf unserer ständigen Rund-um-die-Uhr-Vernetzung beruht. Ungewissheit und Misstrauen haben sich im sozialen Gewebe eingenistet. Wade Guyton ist an all dem interessiert, aber behält Distanz, beobachtet. Seine Hauptreferenzen sind die Kunst und die Bücher. Materiell und formal hat er eine Struktur entwickelt, die auf einfachen und reduzierten Parametern beruht. Diese kreiert einen Raum, in dem er agieren und produzieren kann, ohne sich in der Geschichte der Kunst oder der Bedrängnis der entflammten Gegenwart zu verirren. Ups. Diese Klarheit und Einfachheit machen sein ganzes Oeuvre aus und diese Ausstellung. Die scheinbare Distanz, die für ein solch ruhiges und wohlüberlegtes Werk notwendig ist, möchte ich mit meinem Vortrag hier oder da aufbrechen, um das Feuer und alles, wofür es steht, in der Ausstellung etwas spürbar zu machen. Was ich damit meine, wird bei einem Gang durch die zwei Dekaden des 21. Jahrhunderts sichtbar. Die historischen Beispiele, die ich in einen Dialog mit Guytons Werk stelle, haben alle das Momentum der Entzündung in ihrem Kern. Kurz gefasst kann man sagen, dass während der Nullerjahre die grundlegenden Technologien entwickelt und in der Gesellschaft platziert worden sind, deren Implikationen in dem zweiten Jahrzehnt jetzt deutlich werden. Die erste Dekade schlägt den Bogen von einer verlorenen Utopie der globalen Vernetzung zum globalen Krieg gegen den Terror und der globalen Finanzkrise. Die zweite Dekade, und wir haben noch keinerlei Namen für diese Perioden, alles hört sich etwas holprig an, ist von einer Polarisierung zwischen Autokratie und Widerstand gezeichnet, von Occupy Wall Street bis zu Trumps Präsidentschaft und Impeachment. Da Kunst auch ein intuitiver Prozess ist, schlage ich vor, dass ein Werk, das in dieser Periode entstanden ist, die Geschichte automatisch reflektiert, auch wenn sie nicht als direkter Kommentar entworfen wurde. Was bedeutet es aus dieser Sicht, Malerei ausschließlich mit einem digitalen Drucker herzustellen? Was bedeutet es, digitale Files als Ausgangspunkt jeder Komposition zu nehmen? Was bedeuten die Motive, die Wade Guyton ausgewählt hat, und warum erweitert sich sein Bildmaterial mit einem Mal? Die Fotos, die ich Ihnen heute Abend zeige von der Ausstellung, sind alle von Wade selbst gemacht und daher haben sie eine besondere Perspektive. So würde kein neutraler Betrachter die Ausstellung beobachten und damit hat man schon eine gewisse Nähe zu der Arbeit. 1999. The Devil's Hole ist die früheste Arbeit in der Ausstellung. Ein Blick in eine Höhle, eine kleine Höhle in einer größeren Höhle. Und für Wade ist es ein bewegender Titel. Fast alles ist untitled danach. Man kann vielleicht in Erinnerung behalten, dass es zwei Arbeiten sind. Das Doppelte, was sich miteinander ins Beziehung setzt, zieht sich durch die ganze Arbeit. 1999 wird Napster gegründet und Amazon erweitert seine Produkte jenseits von Büchern. Googles Suchmaschine ist ein Jahr alt.
2000. Im April platzt die Dotcom-Blase. Der Technologiesektor schrumpft und zahlreiche Unternehmen müssen sich verkleinern oder schließen. Steve Jobs rettet Apple vom Untergang. November. Bush gewinnt die Präsidentschaftswahl gegen Al Gore so knapp, dass nach einer Neuzählung der Stimmen in Florida am Ende das höchste Gericht den Ausgang der Wahl erklären muss. Skeptik über das Funktionieren der politischen Institutionen in Amerika macht sich breit. Jetzt noch ein Zitat von Tim Griffin, der die gesammelten Schriften über Wadegeiten zusammengestellt hat, der über das Jahr 2000 und warum es für uns heute so wichtig ist, reflektiert. The year 2000, right around the time when Wadegeiten began to appear in exhibitions, seems at once incredibly distant and oddly prescient. We were standing at the end of history, both in terms of technology's radical impact on our very experience of time and, just as important, with respect to the previous century's ideological paradigms having ostensibly run their course. Perhaps such a sense of internal contradictions makes any turn to these discourses, whether around art, design, or network culture, resonate all the more profoundly in the contemporary landscape. They provide so many bones within the social body we inhabit today. 2001, Juli. Googles Bildsuche wird gelauncht, da die Nachfrage für die Suche Jennifer Lopez grünes Versace-Kleid die normale Suchmaschine überfordert. Die Welt sieht nach dem 11. September anders aus. Die Menschen waren weltweit schockiert und Bush würde das ausnutzen. 20. September. Global War on Terror wird erklärt. Oktober. Operation Enduring Freedom Kabul beginnt. Im gleichen Monat, obwohl Apple zögert in diesem historischen Moment, bringt Apple trotzdem den iPod heraus. Mit Klickrad, leicht zu benutzen, sexy, Speicherplatz für die gesamte Musik und passt in deine Tasche. Noch ein Zitat von Zuboff über diesen historischen Moment. Und ich komme mehr zur Kunst, aber die Platzierung des historischen Kontexts, aus dem heraus die Arbeit kommt, ist mir am Anfang wichtig. Surveillance capitalism was invented around 2001 as the solution to financial emergency in the teeth of the dot-com bust. As investor pressure mounted, Google's leaders abandoned their declared antipathy toward advertising. Instead, they decided to boost ad revenue by using their exclusive access to user data, logs known as data exhaust, in combination with their already substantial analytical capabilities and computational power to generate predictions of user click-through rates, taken as a signal of an ad's relevance. The surplus data became the basis for new predictions markets called targeted advertising. As click-through rates skyrocketed, advertising quickly became as important as search. Eventually, it became the cornerstone of a new kind of commerce that depended upon online surveillance at scale. 2002, Juni, Basel Art Fair findet zum ersten Mal in Miami statt. Friendster wird gelauncht. 2002 ist ein Jahr, in dem vieles bei Gaiden passiert. Er malt Balken und ein großes X und Z mit einem Filzstift auf ausgerissene Buch- und Zeitschriftenseiten. Wenig später entscheidet er sich, ein X zu drucken, und zwar im Word-Dokument einfach als Buchstabe zu vergrößern und auf die Seite zu drucken, was einfacher ist und more clean, als es zu malen. Und damit sind wir bei dem ersten Printer-Drawing angekommen, die er bis heute macht und die so eine Art loses Nachdenken, Skizzieren ist, was ständig parallel zu den größeren Arbeiten passiert. Und in der Ausstellung ist besonders schön, dass man ziemlich am Anfang rechts in eine Art Kabinett reingehen kann und im Grunde genommen die gesamten 20 Jahre von Wadegeitens Kunst in Printer-Drawing-Form nachvollziehen kann. Ganz am Anfang hat er auch Balken gedruckt, häufig über Fachwerkhäuser, seine frühe Liebe für Deutschland.
weiter ausgedrückt mit Boys und den vielen kleinen Xen. Das X als eines der frühesten Motive ist interessant. Nicht nur ist es symmetrisch, formal gesehen, und das eröffnet alle möglichen Möglichkeiten, es zu drucken und zu halbieren und zu stapeln und staffeln. Aber das X wird auch benutzt, einmal im Mittelalter als Unterschrift, aber das X, ähnlich wie der Balken, hebt etwas hervor und negiert es zugleich. Und dieses Hin und Her, also kein Entweder-Oder, sondern es ist dies und das und die gewisse Ambivalenz, die dabei entsteht, die am Ende zu einer Balance austariert, aber doch immer in Bewegung bleibt, ist für mich auch eines der ganz typischen Merkmale von Waits Kunst. Hier sehen wir einen Haufen Sperrmüll, den er in Brewster, einer New Jersey Vorstadt sozusagen von New York, gefunden hat, auseinandergenommen hat und dann wieder ganz präzise zusammengebaut hat. Ich glaube, es war unter einer Unterführung. Diese einfache Geste oder Handhabung von Material ist auch ebenfalls typisch. Wir haben lauter Elemente der Grundsprache, Formensprache von Waite in diesem Jahr schon artikuliert. Er findet gerne industriell hergestelltes Material, das er manipuliert und dann wieder neu zusammensetzt. Sei es als verbogene Stuhlskulptur, Sperrmüllhaufen oder Printerdrawing, für das er eine Seite aus einem Buch reißt, diese manipuliert, bedruckt und dann sozusagen neu zusammengesetzt als Printerdrawing präsentiert. ...2003. Die größte Antikriegsdemonstration gegen den Irakkrieg. 6 bis 11 Millionen Menschen, schwer einzuschätzen scheinbar, demonstrieren in 650 Städten rund um die Welt. Im Mai, 2 Monate später, erscheint Bush zum Foto-Op auf dem Flugzeugträger US Abraham Lincoln und erklärt: Mission accomplished. Irak rutscht in den Zivilkrieg. Im August wird MySpace gelauncht und verspricht Connection plus Magic. Web 2.0. We, the people, verfassen die Inhalte des Internet. Im April 2004 ist Mark Zuckerberg 19 Jahre alt und erfindet Facebook im Studentenwohnheim. 2004 ist auch das Jahr, wo Waite zum ersten Mal auf Rohleinen druckt, auf ein größeres Format, einen größeren Drucker gefunden. Und ich finde, man sieht noch, obwohl wir ja wissen, worauf es hinaufläuft, aber man sieht, wie sehr er noch im Dunkeln tappt, so, wie sehr weit er noch entfernt ist von, in Zitat, in Anführungsstrichen, Malerei. Also dieses lose, diese lose, rohe Leinwand mit dem Schnitt und das Objekthafte oder das etwas Unbeholfene fast noch zu betonen. Und er schreibt darüber: I started printing on raw linen in 2004. I asked myself, if I called these drawings, how would I make a painting? After the formalism show, I realized I was done with the raw linen works. I switched to using a primed linen and put them on stretchers to put them more toward painting. Das ist vom Interview mit Yilmaz für den Katalog hier im Ludwig-Museum. 2004 taucht auch das U zum ersten Mal auf. Links im Bild sehen wir die U-Sculptures auf dem blauen Teppich, auf dem Tisch. Und ich glaube, ganz am Ende ist das Kleinste, was eventuell die erste U-Sculpture war. Auf jeden Fall war sie relativ klein. Und die benutzt er dann auch als Motiv für Printer-Drawings. Das U ist eben einmal Anrede im Englischen und man kann nicht entscheiden zwischen intimer oder formaler Anrede. Das U, U, auch wieder eine gewisse Ambivalenz. Oder Singular, Plural, you. Und es hat auch wieder die Symmetrie, wie das X, was formal relevant wird. ...2005, August, Hurricane Katrina, New Orleans. Hilfe kommt zu spät.
2005 ist auch das Jahr, in dem ein neues Bildmotiv in die Bildsprache einführt, die sogenannten Fire Paintings. Die Werke, die hier gezeigt werden, sind von 2005 bis 2014 entstanden. Das ist auch typisch für Wade. Sobald er ein Motiv einführt in seine Arbeit, ist das Potenzial immer da, wieder verwertet zu werden. Er hat mir in einem E-Mail geschrieben: In 2005 I came across the Fire cover scan on my hard drive. And when Seth asked me to be in the Grey Flags show, he told me I should make something to the effect of new and exciting. So I started printing that fire with use over it. There were other things happening in my work at the time, like me questioning whether certain other images I was printing were imagey enough to be recognized as images, the stripes or the more abstract appearing digital files. And the fire was an extravagant but generic image that announced itself more aggressively and was rather campy too. Man kann auch gleich sehen, dass für ihn das Experimentieren, Wiederholung, Differenz wichtig wird. Einmal beim Produzieren selber, aber dann auch in der Hängung, dass ein gewisser Rhythmus entsteht und alles immer im Verhältnis zueinander gesehen wird. 2005 arbeitet er auch zum ersten Mal mit dem Red and Green Striped Scan. Das ist ein gescanntes Vorsatzblatt, ein Blatt eines Buches und ebenfalls ein Schritt weg vom grafischen, symbolischen Charakter der Buchstaben und Balken. Moment. 2006. April. YouTube wird gelauncht, um Videos und Nicht-Fotos ins Netz zu stellen. Eine Bühne, auf der jeder gesehen wird. Tragische und komische Momente. Intime Selbstdarstellung. Ein halbes Jahr später kauft Google YouTube, da jetzt mit Werbung auf YouTube Profit gemacht werden kann. Im selben Jahr wird Google zum Verb und im Merriam-Webster, dem deutschen Duden, aufgenommen. 2006 ist das Jahr, wo Wade über die Größe seiner Malerei nachdenkt und zum ersten Mal die Idee hat, die Leinwand zu falten, an den Seiten zusammenzukleben und dann zweimal zu drucken, in zwei Hälften. Also mit demselben Pfeil jeweils in zwei Hälften ein Bild herzustellen. Und diese Spaltung fordert die Einheit des Werks heraus und produziert Spannung und macht Raum für Fehler. Und Wade sagt dazu: I've become interested when something starts as an accident and then becomes a template for other things or reproduces itself or generates its own logic until something else intervenes to change it. Diese Dualität, dieses Dies und Das und immer etwas im Verhältnis zu etwas anderem, was hier erst in den einzelnen Werken geschieht, wird später immer mehr ins räumliche Verhältnis gesetzt und später von Raum zu Raum oder vom Raum zur Architektur oder zur institutionellen Identität, sodass die Spannung immer weiter sich ausbreitet und, wie ich finde, rhythmisch in der Ausstellung hier spürbar ist. Januar. Apple bringt das erste iPhone auf den Markt. iPod, Telefon und Internetkommunikationsgerät in einem. November. Twitter verdoppelt die Zeichenzahlgrenze auf 280 und wird damit den Mittelmann, die Medien los. Politische Kampagnen beginnen, soziale Medien zu benutzen. Internet plus Community Organizing wird Obama. 2006, 2007 macht Wade nicht nur große Malereien mit vielen kleinen Xen, sondern auch große Malereien mit einzelnem X. Extrem vergrößert, versetzt, überlappend. Man sieht genau den Gedanken von die Fehler zeigen mir, wohin ich gehe. Die Fehler machen Variationen oder auch
malerische Referenzen. Und das Nachdenken über, wie kann ich wirklich mich mit dem Medium Malerei in Dialog stellen, wird immer präziser, materiell sichtbar. Proportionen werden genau überlegt. Die Tiefe des Keilrahmens, der Rand der Leinwand, wie die Arbeiten nebeneinander gehängt sind. Und 2007 macht er auch zum ersten Mal die Black Paintings und setzt sich mit dem Monochrom als kunsthistorisches Referenzpunkt ganz eindeutig in Beziehung. Diese Spaltung, oder hier ist man fast versucht zu sagen SIP, ist die Dualität, die sich dann wieder verdoppelt als Dualität zwischen diese Malerei und diese Malerei. Am 15. September ist Lehman Brothers insolvent. Panik, weltweite Finanzkrise. Innerhalb von wenigen Tagen genehmigt die Regierung 700 Billionen Dollar, um die Banken oder die globale Wirtschaft zu retten und, wie sie sagen, eine zweite Great Depression abzuwenden. Das Vertrauen in das politische System wird untergraben, da es sich um Steuergelder handelt, und dieser Vertrauensbruch wird die gesamte Dekade prägen. Dezember. Während einer Pressekonferenz in Bagdad schleudert ein Journalist seine Schuhe gegen Präsident Bush. Er trifft ihn nicht. Oktober. Obama gewinnt die Präsidentschaftswahl. 2008 macht Wade auch das erste blaue Split-Painting, was hier so schön am Ende der langen Halle hängt, im Dialog mit dem Rhein oder dem Himmel oder dem Licht, dem Fenster. Das ist auch das Jahr, wo er beginnt, schwarze Monochrome mit schwarzem Boden, die seinen Atelierboden, der auch schwarz ist, möglicherweise referieren, in Galerieausstellungen zu benutzen. Davon haben wir jetzt keine Bilder, weil die auch in dieser Form hier nicht wieder installiert worden sind. Ist das Jahr, wo auch, ich nenne die venezianische Blendlädenmalerei, Macht oder rhythmische Balken. Er bricht das Monochrom auf, lässt wieder Licht rein, arbeitet mit einer anderen Intensität von Rhythmus oder Variation. 2009. Die Tea Party formiert sich als Reaktion auf Obamas Bemühungen um eine universelle Gesundheitsversicherung. Zahlreiche Verschwörungstheorien entstehen. Ist Obama in den USA geboren worden? Ist er Muslime? Im Laufe der Nullerjahre kann man die Spaltung der Nachrichten in politische Parteien beobachten. Fox adressiert Republikaner, CNN und andere Kanäle Demokraten. Dies spitzt sich weiter zu und führt zu der heutigen Lage, in der es keine gemeinsame faktische Basis für Nachrichten mehr gibt. Wade druckt zum ersten Mal auf die 2x4 Balken. Sein Motiv, rot und grüne Streifen. 2010. Im Mai wird Picassos Akt mit grünen Blättern und Büste von 1932, das er an einem Tag gemalt hat, für einen rekordbrechende 106,5 Millionen versteigert. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Kunstmarkt nur wenig unter der weltweiten Rezession gelitten hat, da Investoren Kunst als verlässliche Anlage einschätzen. Oktober. Instagram ist launched. BP's Deepwater Horizon Rig Explosion ist die größte Ölkatastrophe der Geschichte. In diesem Jahr lädt das Museum Ludwig Wade ein, eine ortsspezifische Arbeit für den Oberlichtsaal zu machen. Wir haben das große Glück, dass diese Arbeit für die Retrospektive wieder installiert worden ist, auch wenn sie dem Museum nicht gehört, sodass man sie noch einmal erleben kann oder zum ersten Mal.
Die Stühle laden ein, Zeit zu verbringen. Die blauen Vitrinen versammeln Zeichnungen, Printer-Drawings, in denen er scheinbar über die große Wandarbeit nachgedacht hat. Die Fotos, die Wade von dem Raum macht, und auch die Stühle, die Platzierung der Vitrinen machen klar, dass es als räumliche Installation sieht und dass man den Raum in jeder Richtung betrachten kann oder soll. Lädt zum Aufenthalt ein. Und diese nahen Seitenbilder sind für mich immer besondere Referenz an Malerei. Was macht Malerei zur Malerei? 2011, 9. August. Shoshana Zuboff beschreibt dieses Datum als Setting the stage for surveillance capitalism as we witness a global political contest over the fusion of digital capabilities and capitalist ambitions. Apple übertrifft ExxonMobil. Spanische Bürger fordern the right to be forgotten. September, Occupy Wall Street gegen die Top 1% entzündet die Gesellschaft. The economy has witnessed the largest transfer of income to the top in history. 2012, Art Basel Hongkong wird lanciert. Das ist auch das Jahr der des Surveys von Wade Guyton im Whitney Museum. Rückblickend kann man sagen, dass sich das Werk von Guyton in zwei Perioden einteilen lässt, mit einer Übergangsphase in der Mitte. Die erste Phase geht von 1999 bis 2011. Er will herausfinden, wie man eine digitale Malerei mit einem Drucker herstellen kann, der mittlerweile bei fast jedem auf dem Schreibtisch steht. Und er denkt über die moderne Kunst nach. The Style, Bauhaus, Schweizer Design, aber auch Minimalismus, Site-Specificity, Konzeptkunst und Appropriation. Oh, zu schnell. Von 2012 bis 2014 ist die Whitney-Ausstellung und darauf folgt Pause, Selbstreflexion, eine Art von Gedankenstrich. Die Übergangsarbeiten sind Selbstporträts in Form von New York Times Paintings und dem Selbstporträt mit grauen Bildern. Dazu kommen wir gleich. 2013. Black Lives Matter formiert sich als politische Bewegung. Dies ist eine Arbeit von 2013 und für mich ist es eine schöne Visualisierung dieser Idee des Gedankenstrichs. Pause. Und er stellt auch die größte U-Skulptur her in diesem Jahr, die den ganzen Körper mit in sich aufnimmt, also totale Selbstreflexion, kein Ausweichen möglich. 2014, Flüchtlingsströme erreichen Europa. Syrienkrieg. Wade denkt weiter nach. Und diese beiden Fotos, so kleine Gemälde, sind Fotos, die logischerweise an die ganz frühe Arbeit Devil's Holes erinnern. Hier sind es Löcher in der Wand im Atelier auf der Bowery. Ist auch so ein Kratzen an der Oberfläche. Wo bin ich? Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? 2014 stellt er auch die Holzskulpturen her, das Paar, die auf der Ausstellung vom vorherigen Jahr bei der Pittsburgh Biennale basieren. Dort hatte ihm Daniel Baumann vorgeschlagen, seine Arbeiten in der Garderobe zu zeigen. Die Garderobe hat Wade so gut gefallen, dass er die ganze Arbeit auf die Garderobe hin in der Pittsburgh Biennale konzipiert hat, mit Ledersofas, Malerei, glaube ich. Und dann, weil er diese Garderobe oder den Tresen weder kaufen konnte, noch mitnehmen konnte, hat er sich entschieden, das nachzubauen. Und es ist wieder das Paar. Es ist die Garderobe in doppelter Länge und verdoppelt. Also der alte Dualismus, dies und das, das eine in Bezug auf das andere. Und das eine in Bezug auf das andere
auch im Werk, die Malerei und die Skulptur, das Doppelte in beiden. 2015, April. Riots in Baltimore nach dem Tod von Freddie Gray, ein Schwarzer, der im Polizeigewahrsam starb. Ist der Beginn eines Durchbruchs. Die Arbeiten fangen an, persönlicher und fotografischer zu werden. Die Werke konzentrieren sich auf seine direkte Umgebung, das Atelier. iPhone, scheinbare Schnappschüsse, Antwort auf eine tiefere kulturelle Veränderung in der Art, wie wir mit Bildern umgehen. Und die Erweiterung von Motiven, vielleicht inspiriert von Wolfgang Tillmanns, das ist nur meine Assoziation, Umgang mit Fotografie als Kunst, Hängung, Menschen mit Stadtansichten, Abstraktion, Rhythmus. Und hier fängt alles an, mit einem Bild von Wades eigener Arbeit im Atelier. Seine Stuhlskulptur vor einem Malerei. Und er hat mir dazu ge-emailt. Around 2014, I took some time off from making exhibitions. The works I had made in the previous few years were very exhibition-based, thinking about walls and spaces and how exhibitions put pressure on the works themselves. During this break, my studio was not directed toward making shows, and my days became very studio-centric. I looked at old work, read the news a lot, made some books, tried to organize the studio. I was working on a book about the Crozelle exhibitions of 2008 and 2014, and looking very intensely at these nearly identical photographs taken 6 years apart. One day, I dragged an image of the exhibition from InDesign to Photoshop on the screen and printed it as a painting. It's stupid, but this very slight movement from one program to another, just inches away on screen, changed the way I related to the picture. After this, the studio images followed, like the chair sculpture paintings. 2016, Juni. Die Briten wählen für Brexit. Das noch zu der neuen Phase der Arbeiten. Im September 2016 protestieren indianische Stammesmitglieder die Dakota Access Pipeline, die ihre Wasserversorgung und sakralen Boden bedrohen. November, Schock, als Donald Trump gegen alle Erwartung die Präsidentschaftswahl gewinnt. Dies ist eines der frühesten New York Times Paintings. Und für mich ist es eine Art Historienbild, aber auch algorithmisches Selbstporträt. Er liest viel die Nachrichten, die liest er im Netz, er sitzt vorm Bildschirm. Der Bildschirm hat aber ein ganz anderes Format als diese Malerei. Also es geht um Ausschnitt, Cropping. Und dann sehen wir die Virtual Reality, die spezifisch für ihn als Werbung gezeigt wird, als Antwort auf seinen Data Exhaust. Oder hier Ray-Ban, Sunglasses. Im selben Jahr macht er das Selbstporträt mit 5 grauen Bildern. In einem Park in Burgund, wo eine Ausstellung der grauen Bilder vorbereitet, macht der Kurator ein Foto von ihm. Und weil er denkt, niemand kommt sowieso in diese Ausstellung, fühlt er sich frei, was auszuprobieren und druckt dieses Foto, leicht manipuliert, wie die grauen Malereien. Und was eigentlich nur ein gewittriger Himmel war, hat er mit einer minimalen Veränderung in Photoshop in einen entflammten Himmel mit Feuer und Rauch verwandelt. Für mich ist es schwer, nicht an Firestarter zu denken. Das Buch, was auch Feuer und Flammen auf dem Cover hat, aber was nicht als Vorlage für die Fire Paintings benutzt wurde. Und er druckt zum ersten Mal Fotos von Assistenten in der Küche im Atelier auf Leinwand. 2017, im Mai,
wird Jean-Michel Basquiats Arbeit für eine rekordbrechende Summe von 110,5 Millionen versteigert. Höchste Summe für ein Werk eines amerikanischen Künstlers bis dahin. Im August, Charlottesville, Virginia, findet die White Supremacist Rally statt, die mit Toten endet. 2017 ist ein wichtiges Jahr für Wade Guyton. Er geht für 3 Monate mit Assistenten nach Neapel, wo er eingeladen ist, eine große Ausstellung für Madre zu machen, die er Siamo Arrivati nennt. Ich habe vom Weiben nur davon gehört und es war wie so, die Krise, die zum Durchbruch geführt hat. Nicht sicher, ob er es schafft, diese Ausstellung zu machen. Alles schwieriger, alles chaotischer, alles fühlt sich anders an. Und irgendwie hat er in dieser Atmosphäre es geschafft, touristische Impressionen in Neapel zu fotografieren und als neue Bildmotive nicht nur in Erwägung zu ziehen, sondern sie zu benutzen und auf Leinwand zu drucken. Neapolitanisches Essen, Straßen, Blicke vom Fenster. Und daraus ergibt sich, das Gleiche in New York zu tun. Das New Yorker Atelier, Blick aus dem Fenster, sehen wir gleich. Assistenten in der Küche, Mittagessen, der Boden, die Lampe. Und diese, also was wir hier auf der Wand sehen, die uns direkt anschaut, installiert Wade dann als Fries im Schulze Project im Ludwig Museum. Und hier wieder in dem Raum, ergänzt mit den weiteren Bildern, neben den großen Blendlädenmalereien. Und dazu kommen die Bitmap-Patterns und die iPhone-Werbung, wie als ziemlich offensichtliche Referenz, was er jetzt macht. iPhone. Zu den Bitmap-Patterns hat er mir geschrieben. These are actually bitmap grid patterns, just made in Photoshop, and then I would zoom in and print. The printer was trying to render these shapes, and all these glows and fades appeared. I also then would change the colors to red. The first ones using these grids were just black, and the green and yellow glows would come without me doing anything. I took some photos from the files below. Das kommt gleich, dieses File below. Hier ist nochmal der Blick auf diesen Fries. Und für mich ist diese Arbeit mit dem roten Rahmen eine Referenz zum iPhone, vom Format her und mit den runden Ecken. Also die Screen, auf die wir immer schauen, das Gerät, mit dem wir Fotos machen und rumschicken oder sehen, annotieren. Dies ist das Foto von Files, von denen er eines benutzt hat, hat mir nicht gesagt, welches, um diese Bitmap-Strukturen zu machen. Und Bitmap ist interessant, weil es die kleinste Einheit des Digitalen ist, also das 1 und die 0, aus der alles entsteht, was wir digital sehen oder verbreiten oder produzieren. 2008 im Juni, Krise an der US-mexikanischen Grenze. Tausende von Kindern werden von ihren Eltern getrennt. In 2018 macht Wade auch weiter Studiobilder. Sicht auf den Boden, Mittagessen, die Küche, links das Mittagessen. Also insgesamt kann man sagen, die Bilder sind persönlicher, Eindrücke, Snapshots oder scheinbare Snapshots. Oder 2019, Frühling, der Larsen B. Eisblock schmilzt. Juli, Hongkong, Anti-Government-Demonstrationen kollidieren mit der Polizei für Monate. September, Greta Thunberg aktiviert die Jugendbewegung vor Ort und führt den Klimastreik in New York City an. Dezember, Trump ist impeached. Für mich ist interessant, dass in der Ausstellung nur eine Malerei aus dem Jahr 2019 erscheint und es ist die rechte, die erstaunlicherweise nicht als Ganze fotografiert worden ist von Wade,
Das heißt, man muss hin und her gehen und das Bild zusammensetzen. Für mich ist es ein vielsagendes Bild, weil es, so wie ich es sehe, die Referenz auf den Bildschirm vom iPhone ist und der Rahmen, die Perspektive, wie wir die Dinge sehen, der auseinandergefallen ist und fragmentiert, überlappt und sich verdoppelt, aber nicht mehr als Ganzes zusammengesetzt werden kann. Das ist für mich eine vielsagende letzte visuelle Aussage. Und dann hat er die Skulptur hier vor Ort, ich glaube in Bonn, hergestellt, basierend auf der Holzskulptur, die er dann zum allerersten Mal in der kunsthistorisch schwerträchtigen Material Bronze gegossen hat. Und das Schöne ist, dass sie wieder im Dialog mit allem steht, sogar in diesem Fall mit dem Wetter. Die Oberfläche verändert sich ständig, auch mit der Architektur. Und das Tolle ist, sie wird benutzt. Und häufig wird sie benutzt von Menschen, die nicht mal wissen, dass es sich um Kunst handelt. Man kommt zusammen, man bringt sein Bier mit und wenn es leer ist, stellt man es unten ins Regal. Fragen, das ist das Ende. Wade Guyton ist Minimalist und Reduzierer. Sein stringentes Werk behält immer Distanz, sodass die Punkte, an denen sich sein Werk in einen direkten Dialog mit der Welt stellen, selten sind. Zugleich hat er alles im Auge, aber nimmt sich Zeit und überlegt lang, bevor er Spuren kultureller Veränderungen in sein Werk aufnimmt. Er ist konservativ in dieser Hinsicht. Einerseits ist dies genau die Stärke seiner Kunst. Sie geht über den Moment hinaus, platziert sich jenseits diskursiver Modewellen. Andererseits muss ein Künstler zeitgenössisch sein, im Sinne von Schaffen in einem Dialog damit stellen, wie sich die Welt verändert und wie sich diese Veränderungen in der Kultur im weiteren Sinne niederschlagen. So fragt Guyton zum Anfang des Jahrhunderts, How can I make an image in this moment? Er will in einfachen Strukturen arbeiten. Erstaunlicherweise, und es ist gut, das in Erinnerung zu rufen, musste er jahrelang hervorheben, dass er seine Malerei mit einem digitalen Drucker herstellt und dass er in dieser Hinsicht zeitgenössisch ist. Das war nicht offensichtlich. Unsere Augen waren in dieser Hinsicht noch nicht trainiert und seine Kunst wurde oft vor allem als museal, in der Historie stehend, wahrgenommen. Er brauchte eine ganze Dekade, seine digital hergestellte Bild- und Malereisprache zu etablieren und als solche sichtbar zu machen. Das Ergebnis? Er wurde zum Künstler, der die Geschichte der Malerei digital weitererzählt. 2015 ist der Dreh- und Angelpunkt, als er sein Bildvokabular radikal erweitert und seine Malerei in einen Dialog mit kultureller Entzündung stellt. Damit, wie Instagram und das iPhone in den letzten Dekaden, unseren Umgang mit Fotos und Informationen radikal verändert und erhitzt haben. Er beginnt, Fotos von seinem Leben als Tourist in Neapel auf Leinwand zu drucken und dann von seinem Leben im New Yorker Atelier. Diese Verzögerung ist typisch für sein Temperament und macht seine Kunst aus. Was wird er nun machen, jetzt, wo er Pandoras Büchse geöffnet hat? Ein Griff in die kulturelle Entzündung, könnte man sagen. Wie wird er die Motive wieder limitieren? Oder wird er eine völlig andere Form finden, den neuen Fluss von entzündeten Bildern in seinem Werk zu strukturieren? So now, as I said, we would continue in English, which I think is very helpful tonight also, because we have a lot of international guests. Thank you that you also came for the German talk. But I think the talk was so brilliant that through the images, also the non-German-speaking audience, I think, would get out a lot of it. Janet Mundt was born in Princeton, New Jersey, and she grew up in Zurich and lives now in New York. And Leonie was pointing out to me that actually the talk you give tonight, how you can compare it maybe to your production, to your cultural, artistic production. Janet Mundt is an artist, a visual artist, and she does paintings, drawings, videos, poetry. It's all part of, and there she combines actually
different elements. And I think that's maybe something what we will hear also tonight, a combination of maybe quotes of things she found, but also, of course, of her own thoughts. Her works have been exhibited quite recently, last year at the Whitney Biennial, and Janet Mundt had solo shows at Overdoon and Co. in Los Angeles, and at Société in Berlin, Bridget Donahue in New York, and together with Ned Vayner, her paintings have been exhibited at Gavin Brown's Enterprise in New York. She was also included in group shows at Listen Gallery in New York, Galerie Neu in Berlin, and in the painting show Matthew Marks and Green Naftali did in New York. She was also, and I remember I've seen these works, and also actually I've seen the Whitney contribution, and they're very unique works. So thank you that you're here and talk to us tonight. Actually, I think Jeanette is the one in the room here who has read more than actually Bettina, more than I, or more than anyone else in the room here on the Wait, on Wait's work, because on Wait's work, exactly, because Jeanette Mundt works since 8 years in the studio of Wait, and she does the bibliography. So, and I was also told by Wade that Jeanette is the one somehow who decides what comes in the important bibliography and what maybe comes in the broader bibliography. And it's seriously now, she's really the one who has read everything which has been published online, printed. So I think we can't find a better person tonight to give a talk on the work of Wade Guyton. Jeanette. Okay. Hello. So to be really clear, thank you. I'm not going to give any thoughts of my own at all. It's all quotes from everything that's been written about Wade, because I am the expert. And so we're going to move chronologically over the past 2 decades. I will read the quote and then the name of the person who read it and give you the year, and the images will correspond. And what I hope to communicate is the progression, the movement of Wade's work and career, and also the shift in culture over the past 2 decades. And more pointedly, maybe you'll get a feel for how writing about art has changed over the past 2 decades, because I think that change has been significant. Okay, let's go. MFA shows are little jewel boxes full of promise. I always have faith that the next artist to shake things up a bit is there, somewhere, if I'm only willing to do the legwork. So, each year I make the local rounds. Hunter, New York University, the School of Visual Arts, Parsons. Most of what one finds is underdeveloped, but sometimes there is a surprise. I was prowling around Hunter when I found this strange arrangement of a rug, chairs, wrapped presents, and different colored eyeglasses through which one examined the gift boxes. Not a resolve piece, but worth making note of. Artist, Wade Guyton. A few months later, I returned and see something that makes my heart race, Guyton again. He had built a huge 15 square foot parquet dance floor 6 feet off the ground. It was installed as to block the gallery's front door. Minimal in form, art historically loaded, the work invited one to cut a rug while interdicting the pleasure with a massive intrusiveness. I have seen only a few of Guyton's other works, such as a dummy pair of old-fashioned stereo speakers, yet everything points to a smartly evasive young conceptualist. I barely made anything when I was at Hunter. The thesis exhibition surprised everyone because there were these big sculptures. There was this idea that I'm sorry, I didn't give the name.
That last quote was Bill Arning, 1999. I barely made anything when I was at Hunter. The thesis exhibition surprised everyone because there were these big sculptures. There was this idea that I couldn't build anything, that I was a slacker. The work explores the compression and expansion of space, real and imagined, and the relationship between the two-dimensional photograph and the three-dimensional object, how meaning comes out of or changes in that space between the two. It's also about exploring the possibilities of abstract language, being a part of a narrative but not being defined by it, accepting its relationship to metaphor but never confirming it, indulging in formalism but all the while knowing it has conceptual responsibilities elsewhere. Wade Guyton, 2001. The ready-made architectural interventions, drawing, photography, painting, and sculpture. He is interested in typologies of abstraction and facsimiles and utilizes techniques of inversion, negation, and disruption. While the artist does not subscribe to any particular style or medium, there is a consistent skewing impulse in his work, which brings together a number of related but dissimilar elements. Liz Campbell, 2003. Then there are what might be called the new modernists, artists who present odd or outlandish arrangements of found or made objects, whose work is not imbued with irony or nostalgia, but a belief in materials and the desire to meld them with subject matter. Think Claire Barclay, David Altmaid, Nate Lohman, Chaney Thompson, Jim Lamb, Sarah Z, Sam Durant, Wade Guyton, or Alexandra Meir. They're probing modernism and linking it with modern life. Jerry Saltz, 2003. Inspired in part by the odd flattening of his sculptures when they are reproduced in pictures, the artist has lately made a number of printer drawings, which will appear in March at Artist Space in New York. These consist of simple patterns printed on photographs taken from art and interior design books of the 70s and 80s. A massive X hovers above viewers contemplating a minimalist sculpture in a gallery at the Walker Art Center in one drawing. In another, a sequence of X's runs across the image of a public sculpture by Charles Ginever. Guyton marks the spot of his art historical origins and defaces it at the same time. The inanimate borders on the animate, whether objects or art history. The dead is somehow alive in Guyton's hands. If there's a telltale heart buried within this practice, one photographic diptych from 1999 might be it. The pair depicts the Devil's Hole, a small cavern in Tennessee. The deep focus on rippling rock surfaces makes the picture verge on abstraction, and lurid inflections of red light and sub-zero flecks of turquoise create a pictorial paradox, with the tunnel at once cold and hot. Stark walls seem sensuous, providing an analogy for all of Guyton's work, which resuscitates a minimalism whose heart is still beating under art history's floorboards. Guyton may have made photographs in caves, but there's no way he'll remain underground for long. Tim Griffin, 2003. Wade Guyton, Pendant Sculpture de Dan Graham, Interior Design for Space Showing Videotapes, et la reproduit à l'échelle, mais en enlevant les miroirs et les vidéos. Que reste-t-il alors exactement? Dans la pièce originale de Graham, les vidéos représentent les médias qui façonnent l'identité du spectateur par identification. Alors que le dispositif de miroir s'entend est censé rendre visible le processus de construction de cette subjectivité. Le geste réductionniste de Guyton refuse tout cela. Le musée comme espace convivial, la prétention messager d'un art qui s'ouvrirait bienveillant et critique à la fois. Donc, que reste-t-il exactement? Un objet d'art à la fois muet et obstiné qui ne promet rien de plus au spectateur que s'il est présent,
un sculpteur abstrait fait de cadres en bois. Il est toujours possible de voir au travers. On refuse de continuer à mystifier le geste critique, mais en même temps, quelque chose de cette impulsion première perdue. Mathieu Perret et Fabrice Tron du Miltois. Nobody was more surprised than Wade Guyton when, as a seventh grader, he won a regional art contest for his drawing of Hansel and Gretel. A drawing his father did. Objects are much more familiar, marks Guyton's first solo show outside of New York. He says he is creating sculptures that relate to certain aspects of the building, especially to a hole in the wall. Quote, he's really responding to the powerhouse, Peter Fleissig says. Quote, he's looking at what was taken out and putting in his own language. In the exhibit, Guyton will offer some of his new printer drawings, which consist of simple patterns printed on photographs that he tore out of art and interior design books of the 70s and 80s. It's now two layers of printing, the book and the inkjet printer. Ed Hicks, 2004. Some, including me, feel the biennial has outlived its usefulness. American art is by now way too varied for any one-shot summation. Yet, in introducing new or little-known artists to a mainstream audience, the show still has some value. Some of this year's younger participants, Kristen Holstad, Julie Moretu, Assume Vivid Astrofocus, Aida Rulova, are already stars. So, let me point out a few figures who are not, because they haven't shown in New York yet, are hard to categorize, or have thus far preferred to stay underground. Wade Guyton's work feels like minimalism with a difficult personality. His big, obstructive, abstract sculptures, mirrored and chromed, turn galleries into entrapping mazes. In his drawings, he imposes huge X shapes over pictures lifted from architecture and design magazines and art history books. His 2002 untitled Gabo 28 above is in the biennial. The results suggest specific historical works, like Ronald Bladen's two-story sculpture, The X, 1967, but also the preposterous nerves meant to be realized architectural proposals of Enlightenment Europe, and patterns of duct tape placed across windows in advance of an explosion. Holland Cotter, 2004. The printer drawings are an enduring experiment in which palimpsests of image and indeterminate semiotic signs are tested for the literal elasticity of signification they produce. The printer paintings, then, perform as a limit case in this experiment, withdrawing altogether the referential images assumed to be the ambivalent site of homage and defacement in the drawings. Guyton's printer paintings decidedly don't do very much. In fact, they risk embarrassment to do so little. Yet, it is precisely this delicious vagueness that lays bare the impulse and the shortcomings of same-same meaning-making. Doing away with the coded imagery that literally provided a base for the drawings, Guyton effectively leaves us with paintings that are propositions, one-sided, suspended dialogues between an artist's and a withheld cultural archive. What is visible in the printer paintings, then, is bare-bones Morse code, born of acknowledgement that avant-garde and capitalist strategies spanning gabo to minimalism to suede couch modules have evolved into kitsch fetish equally well. By decidedly not including such references in these recent works, while addressing them nonetheless, Guyton ironically calls attention to historical knowledges and a reliance on them in performing comfortable acts of calcifying interpretation. Johanna Burton, 2004. A lot of work in Formalismus Moderner Kunst heute seemed unfinished, but in a perfectly justified way. Guyton's ripped canvases with large rectangular spots looked spontaneous, but are, in fact, calculated computer prints. Hamburger Kunstverein curator Yilmaz Rivior,
his thesis was apparently that the formalistic side of modernism did not end with the postmodern art of the 80s and the neo and post-conceptual art of the 90s. Rather, certain formal issues have become even more pointed with the return of site-specific and reflexive practices. Diedrich Diedrichsen, 2005. Wade Guyton führt Formalisierung auf eine wiederum andere Ebene. Auf seinen Bildern tauchen abstrakte Elemente wie Quadrate, Streifen, U- oder X-förmige Zeichen in freier Verteilung und Schichtung auf. Eine Paraphrase des Minimalismus einerseits, die sich jedoch an röder Materialität und kalkuliert fehlerhafte und widersprüchliche Umsetz bricht, Leinwand signalisiert Malerei, was im Mittelsdrucke vollzogenen Farbauftrag negiert wird. Das Malerische der mal kräftigen, mal blass und verwaschen wirkenden Farben enttarnt sich als Effekt. Verfahrensbedingte Fehler setzen ihrerseits Signale, Flecken, eingerissene Leinwände, leerlaufende Tintenpatronen und lassen die Bilder in genau gelenkte, delikate Farbheit münden. Sein Formenarsenal bezieht Guyton dabei nicht etwa aus Traditionslinien ungegenständlicher Malerei, sondern destilliert es konsequent aus der allgegenwärtigen Zeichenwelt von Word und Photoshop. Jens Astaf, 2005. I don't know whose water this is, but... Okay. With its citations from the history of modernism, the pastness of the past is as much apparent in Wade Guyton's work as the past's continued presence rearticulated with an awareness of the critical strategies of postmodernism. Guyton's untitled action sculpture, Breuer, 2005, could be seen as an emblematic sculpture. The tubular steel frame of a Marcel Breuer chair is partially unbent and stretched out to form a tall, freestanding abstract sculpture. Enough of its distinctive original shape remains for it to still be recognizable, but its new form implies a random indeterminacy at odds with the structural utilitarianism of its origins. The modernist fetish object is translated into an essentially useless art object that points towards a tradition of abstraction. But its abstract convictions are troubled by its culturally loaded source material. Its meaning is determinedly open-ended, and Guyton's relation to his source remains ambiguous. The iconic object is neither celebrated nor wholly desecrated. The significance of the original remains clear, while the deconstructive gesture seems rather to explore the limitations of transformation within the individual's reach. Kirsty Bell, 2005. Quote, "Without Sherry Levine, there would never be a Wade Guyton," end quote. Stephen Henry, quoted in Louisa Buck, 2005. Quote, "The real problem," writes Scott Rothkopf in this year's best-looking German exhibition catalog, Verlag der Buchhandlung Walter König, quote, is not so much saying there's no such thing as an original image, but knowing full well that that's not a very original thing to say, end quote. That an entire generation of artists from Europe, as well as the US, shares Guyton's strategies of appropriation should perhaps make us look closer at the images themselves rather than the strategies of citation. As Rothkopf writes, Guyton's works reflect his being, quote, "late not just to modernism's party, but to postmodernism's too," end quote. But we shouldn't forget that arriving late can create great liberty. In this show, curated by Yilmaz Givior, I was struck by how the evidence of production mistakes and technical accidents in Guyton's works make them not only retro chic, but also tremendously visually extravagant. They are explosive. They are on fire. Daniel Birnbaum, 2006.
Wade Guyton is the perfect artist for these nightmarish times. He makes black monochromes using a large format Epson printer. The paintings are printed on pre-primed linen. In order to fit the linen into the printer, which is 44 inches wide, the linen is folded, resulting in a thin, irregular white space or line dividing the painting into two slightly different halves. Can there be any doubt that Guyton is an important and necessary artist, a man of the times? If there is, consider how well he passes the following three tests of historical significance. First, Guyton is a visionary in the mode of George W. Bush. Like Bush, he knows that history is on his side. He doesn't like to exert too much effort. He knows he's absolutely right. He lacks curiosity of any sort. Second, he appeals to those collectors who either manage or run hedge funds because they work long hours to produce nothing, while he works very hard. He doesn't have to work all that hard to produce a lot. Third, he makes himself both lovable and indispensable to academic theorists because his work can be seen as a series of increasingly perfected Pavlovian responses engendering equally precise Pavlovian praise. Professors and curators, the middle managers of cultural institutions, are happy to chant the mantra of appropriation, post-Duchampian, post-studio practice, and the death of the handmade because they know Guyton will deliver the goods. John Yao, 2007. Smart and smart looking, Wade Guyton's new print paintings, all from 2007, evoke a lot of history while appearing bracingly current. In fact, they could only have been made today with today's technology. A virtuoso of the inkjet the way Pollock was a virtuoso of the poor, Guyton made these works on canvas with an Epson printer. A number of contemporary artists have experimented with using computers to make traditional painting-like objects. Guyton's present solution is elementally simple and gives his works a brute power. Even while unraveling their dark surfaces demands careful visual examination. David Frankel, 2008. Just who does he think he is? Poised in front of Wade Guyton's work, admirers and detractors alike often find themselves asking the same question. Where is he coming from, is another way to put it, and it may be a little closer to the mark, but the real question is rather, and perhaps simply, how do we understand Guyton's relationship to what he makes? And following from that, why do the oblique contours of this relationship seem to announce themselves as the very content of the work? Consider two of Guyton's one-person shows mounted in the past 6 months. The first at Friedrich Petzl Gallery in New York, the second at Galerie Chantal Crusel in Paris. While a group of unique works was produced for each, Guyton would seem, at first glance, to have presented nearly carbon copy exhibitions. In both instances, the artist laid down a false floor made of plywood sheets, painted a dense black, the kind of black that seems at once to reflect and suck up light. On the walls were hung large-scale paintings described in the respective, also nearly identical press releases as ostensibly black monochromes. Ostensible is a fantastic word, and it goes some way in addressing Guyton's work. Etymologically, it derives from the Latin ostensis, to show. But this connotation of transparency is joined by one of skepticism. There's something being shown, but there's also something that is not being shown, that's being blocked from view. Synonymous with allegedly, ostensibly also implies that a claim has been made, that a statement has been drafted, but there is simply no verifiable way to back it up. Johanna Burton, 2008. Wade Guyton. In questa personale, ospitata al Pientreno, il 30 Siena artista americana presenta la sua originale, opera ottenuta a partire di preesistenti materiali iconografico-editoriali, quali cataloghi, libri illustrati, riviste, poster.
Poi, rieliberati meccanicamente tramite l'utilizzo combinato di stampanti a getto d'inchiostro e scanner. Corriere dell'Arte, 2009. The usual criteria for judging a good collaboration are not unlike those for judging a good marriage. How well the individual collaborators fit together, how they merge into one another, how they illuminate one another. In their recent exhibition at Friedrich Petzl Gallery, however, Wade Guyton and Stephen Prina adopt a very different attitude towards the values and potentials of collaboration. The four collaborative paintings in this modest show, all lined up in a row on one side of the gallery, seem at first glance to be rather obvious. Guyton produced a series of his large monochrome inkjets on linen, printed in blue instead of the usual black. The blue is a garish return to the international Klein blue, slipped out of ethereal azure and into digitized cyan. Divided neatly in half by the printing process, each panel is left in a different state of incompletion, with blocks of raw white linen intervening to great compositional effect. Enter Prina. With an iteration of the work, Push Comes to Love, created for the first time in 1999. Push Comes to Love is simply the contents of a black enamel aerosol paint can sprayed onto a vertical surface in deliberate misapplication of a 1968 statement by Lawrence Wiener. 2 minutes of spray paint directly upon the floor from a standard aerosol spray can. Prina aimed his can at the upper left corner of each of Guyton's inkjets, leaving a shiny black aureole, which drips down the painting and into a small puddle at the edge of the floor. Since both artists are known for their attention to the format of the press release, it is worth noting that the text surrounding this exhibition is a rather peculiar one, both in its omissions as well as its avowals. The handout consists simply of photos of each work, with Guyton's and Prina's respective contributions titled, described, and indeed even priced separately. In the interest of decorum, I won't reproduce the prices here, but let it be known they are far from equal. Only two of the works are for sale, the other two presumably set aside for the artists. The total price for each work for sale is the sum of the prices for each individual contribution, denying the collaborative aspect any additional value. Michael Sanchez, 2010. Auf der zentralen Wand des Oberlichtsaals im Museum Ludwig in Köln hat Wade Guyton seine monochrome serialen Printpaintings installiert. Auf der Galerie vor dem Saal hat Guyton wiederum seine Print-Drawings in drei Vitrinen angeordnet. Als Grund für die lose platzierten Druckzeichnungen auf Magazin- und Buchseiten dienen ihm blaue Kartenplatten, die laut Information im Pressetext den Küchenfußboden seines Ateliers aufgreifen. Die fast beiläufig in den Vitrinen lose angeordneten Zeichnungen etablieren eine Kommentarebene zum Produktions-, Archivierungs- und Rekontextualisierungsverfahren des Künstlers und führen damit seine Drückezeichnungen, also ideelle Vorläufe seiner Printpaintings, ein. In einem konzeptual und überzeugend angelegten Künstlerbuch, das im Rahmen der Ausstellung entstanden ist, werden seine Zeichnungen jeweils vor demselben Ausstellung entstanden ist, werden seine Zeichnungen jeweils vor demselben Hintergrund einer Fotografie der von Gebrauchsspuren gezeichneten blauen Küchenbodenoberfläche dokumentiert und von dem fotografierten Reflex eines Studiolichtes auf jeder Seite begleitet, das sich wie die Zeichnungen in der Wahrnehmung perpetuiert. Lillian Haberer, 2010. Am I preaching that collectors bring in the old and throw out the new? I'm too afraid that as time marches on, I'll be left behind. So, I follow the young ones and I try to be a part of what's happening. But living rooms that are full of contemporary hits like Wade Guyton, Kelly Walker, and Dan Colan
or more seasoned ones like Christopher Wool, Richard Prince, Damien Hirst, and Maurizio Catalan, would be well served to consider some masters from the past. I think you'll find they can still challenge the generations that came after them, because much of the new old art is better than the same old new art. Adam Lindemann, 2011. Quote, in these days of austerity and cutbacks, the artist is saving ink, end quote. The artist is Wade Guyton, of course, and the wry sentence, Occupy Epson, is from the press release for his recent two-part exhibition in Zurich. If Guyton's show offers no further step into the future, he did indeed, in one new body of works, save some ink. Not in the first part of the show, though, held at the gallery proper. Here he hung two enormous banner-like paintings featuring red and gold horizontal stripes, made to fit two parallel walls. As always, the works took into account the site of their installation, and the image was rendered from a digital file, in this case, a scan of a book's tattered endpaper in 2007. The larger installation of the new vertical paintings and a series of sober leather couches at a villa in the Zurich Hills was an altogether different affair. The canvases were almost uniformly white, with broken bands of black, red, or blue ink along the top, the result of Guyton canceling the printing process almost as soon as it began. Hanging the series of near monochromes amid the How the 1% Lives domesticity of the site, where they were framed by arching doorways and foregrounded by a glittering chandelier, felt like an easy nod to mid-century painting as banal haute bourgeois decor. But the paintings did not sink heavily into their reference. Instead, they skipped past it on their way to some strange, new, autonomous world of their own making. Saving ink or no, the works were insistently legible. Quinn Latimer, 2012. Upon entering, visitors were presented with a 2006 series of pictures featuring the letter U amid raging flames. As if the emptied linguistic vessels were literally being heated up. From the beginning, Guyton seemed to want to make clear that his work renounces the classical opposition of minimalist cool and expressionist heat, of conceptual semiotics and modernist pictoriality. Behind these works lay a system of partitions, as simple as it was varied, which faced the viewer and created an open space that offered different sight lines and routes through the show. Parallel partitions of various sizes were layered behind one another and were reminiscent, as the press text suggests, of the pages of a book, as well as the stacked windows on a computer screen. The idea of interweaving the analog and the digital was thus also made into a leitmotif of the exhibition design. Achim Hochdörfer, 2013. Stretched or framed, they evoke the noble rawness of a Pollock or a Rothko. The work is ingenious and also moving, as a counterattack of the spirit on a culture whose proliferating technical means by eclipsing the handmade disembody imagination. By making machines do lovely things they weren't designed to do, Guyton scores comeback goals for primitive wonder. Guyton was born in Hammond, Indiana in 1972 and grew up in a small town of Lake City, Tennessee. His father, who died when Guyton was two, and his stepfather, also deceased, were both steelworkers. Guyton's mother, a homemaker, sometimes worked as a secretary at the Catholic church the family attended. As a child, Guyton was so uninterested in work, he has said, that he was pleased to have his stepfather do his elementary school drawing homework for him. That changed while he was a student at the University of Tennessee by way of intellectual excitement. The early 1990s were a heyday of academic critical theory, when thinking skeptically about art could seem as good as, if not better than, making it. The artists who counted were the image-recycling gravediggers of tradition, chiefly the pictures generation of Cindy Sherman, Sherry Levine, and Richard Prince.
Twice rejected for admission to the Whitney Independent Study Program, he attended Hunter College. There he studied under the formerly minimalist, always inventive sculptor, Robert Morris. Guyton also became immersed in the art world while working for 7 years as a guard at the solemnly avant-gardish Dia Art Foundation. The show, as installed by the artist in collaboration with the Whitney curator, Scott Rothkopp, is an overall artwork in itself. An arrangement of temporary walls creates a palimpsest of visual echoes and comparisons, affirming Guyton's temperamental forte as a critical assessor of his own production. Peter Sheldahl, 2012. Guyton marries art to tech, sells piece for $780,000. Bloomberg, 2012. New York is a painting town. It matters to people here. They make films about painters painting. Historians memorialize New York as the crucible of vanguard painting. People make Abex homages, fret about Andy Warhol's legacy, and Christopher Wool's prices. They get serious about ironic endgame painters from Cologne. Don't get me wrong. New York excels at sculpture, performance, video photography, and all the rest too. But deep down, the town's true love is oil on canvas. The city requires a constant feed of white male painter heroes to maintain this romance. One such hero painter is Wade Guyton, who recently had his first solo show at Petzl Gallery in 7 years. That the paintings were made to the gallery's exact dimensions, a conceit he repeated in April at Galerie Gisela Capitaine in Cologne, was the show's USP. You could argue that these paintings, working in concert with the elegant and airy proportions of Petzl Gallery, created a serene circuit of formal harmony between art and architecture. You could also argue that these bespoke paintings serve to flatter gallery authority. Visually, these works give us a comforting and familiar minimal abstraction that gently whispers taste and connoisseurship. In an adjacent gallery was a sculpture Guyton exhibited at the 2013 Carnegie International, replicating the form of a museum coat check cupboard. To buy into these works is to buy into the backstory of their manufacture. But is it a story worth telling? Process painting, minimal abstraction, call it whatever you like, can be seen everywhere at the moment. From the work of Guyton to that of emerging artists such as Parker Ito, Jacob Cassay, and Lucian Smith. The process-based approach of these younger artists demonstrates just how conservative contemporary art can get. The banal methods resulting in numbingly conventional formalism, whose fashionability occludes how safe and insipid the work really is. Dan Fox, 2014. The American artist Wade Guyton is one of the hottest names in the auction market at the moment. No fewer than 5 different Art Basel exhibitors offered and sold versions of one of his large black 2013 Epson printed abstracts, priced at $350,000 each. The success of Mr. Guyton, Christopher Wool, and the younger Instagram generation of abstract painters seems to be encouraging other artists in different media to start painting. Scott Rayburn, 2014. The art market appeared to be in rude health as 2014 drew to a close. More money was spent on blue chip and emerging art last year than at any other point in history, and the trade has been in rapid expansion mode. But under the surface, the tectonic plates are shifting, and unease is bubbling up about the effects of the market on the art that fuels it. The difficulty, some argue, is that the pressure for product is shaping the work. Business art was radical when Andy Warhol invented it, and still a novelty when artists such as Jeff Koons, Damien Hirst, and Takashi Murakami crafted their works of pop culture meets commerce. Today's artists simply cannot ignore it. This is the age of the market native artist. Some market darlings have attempted to cash in. Other in-demand artists have tried, in vain, to scupper their markets, such as Wade Guyton, who reprinted multiple copies of an existing work that was set to go to auction.
Guyton's inkjet Untitled 2005 still sold for $3.5 million at Christie's in May 2014. Like punk music, new art has been co-opted. Charlotte Burns, 2014. It makes a sense that one might have the strange impression of having seen this exhibition before, and hence may experience a sensation of déjà vu, since the exhibition exists both as a set of images rematerialized, sorry, that went fast, at a precise moment, and as a series of images circulating on the internet, whether as exhibition views from 2008 or 2014. Visitors are thus not confronted with the exhibition on view in the, not only confronted with the exhibition on view in the gallery, but also with memories of their first show, if they saw it, and photographs or online images of either one of the two exhibitions. Catherine Chevalier, 2014. Le Consortium Dijon, curated by Nicolas Tremblay. That Guyton is the master aesthete of his generation shows not only in his paintings, but in their hanging. He knows how to install his works better than anyone. Was this building especially constructed to host his paintings? It wasn't. But the exhibition presented moments of exceptional spatial perfection where it seems almost possible. Daniel Birnbaum, 2016. The Académie Conti, occupying a cellar where jugs of wine were once stored, was the setting for seven dark gray monochromes so large they grazed the wooden ceiling beams. It was evident that their chromatic effects were caused by the depletion of pigment in the printer, or by the way the ink settled into the canvas support, grainier and less absorbent than the paper for which the machine was made. This is Guyton's way of granting materiality to writing, which is now increasingly digital, that is, the result of a touch of the fingertip. And yet, it is hard not to read these deliberate glitches as pictorial marks, similar to alien landscapes. Behind these works, in other words, the artist lies in ambush, as was suggested by a rose-colored, faded self-portrait in a side room. While the work is difficult to date, its setting can be easily identified by the facade of the Académie Conti in the background, enveloped in a misty Gothic atmosphere. The artist's gesture was also present in paintings exhibited at the Consortium in an exhibition curated by Nicolas Tremblay, which travels to the Musée d'Art Moderne et Contemporain in Geneva this month. Speaking at the Whitney Museum of American Art in New York in 1987, Jean Baudrillard confessed that he found contemporary art to be iconoclastic. Quote, in most of the images I have seen here in New York, there is nothing to see. They are literally images that leave no trace, end quote. He went on to specify, quote, you cannot add the same to the same and the same and so on to infinity. That would be poor simulation. You must rip the same from the same, end quote. As the Seska chair and the black painting photographed in his studio demonstrate, two earlier works that are now protagonists in a new series, what is taking place is not identical reproduction or repetition. Guyton's work is a far cry from what Baudrillard, in his typically apocalyptic, sarcastic tone, called the Xerox degree of culture. Ricardo Venturi, 2016. La présentation de ces nouvelles œuvres au MAMCO de Genève fait donc figure d'avènement. Reprenons l'exposition de cet été au Consortium de Dijon, elle l'approfondit et la complète. Au départ, figurant simple ensemble photo réalisé avec son iPhone, celle de l'armature d'une chaise de Marcel Breuer posée à même le sol devant une de ses toiles.
L'image est ensuite déclinée, répétée, agrandie, modifiée dans ses couleurs et son cadrage. Le motif devient ici simple prétexte pour étudier la structure et le langage de la peinture. En alternance, se retrouvent d'autres toiles énigmatiques. Dans ces derniers, l'artiste s'est amusé à zoomer dans les pixels aux pointes d'obtenir comme des damiers inverses d'une éclatante butée, laissant émerger les subtiles variations chromatiques déposées incidemment par l'imprimante. L'ensemble, c'est vous monumental et l'accrochage, imaginé avec Nicolas Tremblay, commissaire de l'exposition, laisse la part belle à une forme de brillage visuel qui révèle pleinement tout ce questionnement sur l'image. Au même moment, la Petzl Gallery à New York propose un second ensemble récent réalisé à partir des unes du site Internet de New York Times. Là encore, images et textes se fondent dans des compositions décalées. Damien Saucé, 2013. The series is the New York Times paintings, November to December 2015. Though, to call these works paintings is to give half the game away. Mr. Guyton does not use brushes, but rather produces designs as digital files and outputs them to a large inkjet printer. As with Andy Warhol's silk screens or Christopher Wool's early stencils, his paintings make a virtue of suppressing the artist's hand. Where Warhol once said he wanted to paint like a machine, Mr. Guyton really does it. In the top right corner of most of the works is the artist's nytimes.com login, WGuyton1, a substitute for his signature and a rare bit of Duchampian humor from a usually deadpan artist. Further Times paintings go on view later this month in a retrospective at the Museum Brandhorst in Munich. Mr. Guyton's paintings do not depict pages of a newspaper at all. They depict the website of a media company that publishes news in many formats. This is a significant difference. As he told The Times in 2012, quote, "I chose the computer because it was right here," end quote. And while making screenshots of the website permits this least emotional of painters a rare dose of topicality, Mr. Guyton also treats nytimes.com as a kind of default, like the letters X or U. His Times paintings are as concerned with the baseline by which we encounter and absorb all information as they are with the news itself. And they are most powerful when the visceral is drowned in the mundane, as in his San Bernardino painting. Then again, if you want to see the day's news preserved in ink, the Times charges you only $2.50. Jason Farrago, 2017. Steht der Besucher nun unten im großen, langgestreckten Ausstellungssaal, ist von den neuen Bildmotiven geradezu umringt, aber in einer unaufgeregten Art und Weise. Man meint zu spüren, dass sich Wade Guyton seine Meriten verdient hat. Als Künstler ist von Fachleuten nobilitiert und auf dem Kunstmarkt geschätzt. Dementsprechend souverän kommt die Präsentation daher. Die gezeigten Arbeiten stehen mit dem Ausstellungsraum im Einklang. Die gleich großen Formate von beachtlicher Größe sind eng und in regelmäßiger Reihung gehängt. An den Saal schließen sich Nebenräumen mit zwei Videoprojektionen 6 Kabinette an, in denen die Werke vereinzelter und im Gegenüber präsentiert werden. Der oft romantisierte oder idealisierte Ort künstlerischer Produktion, das Atelier, kommt in diesen Werken unprätentiös und ausschnitthaft daher. Das Auge richtet sich nicht auf den entscheidenden Moment der Arbeit oder die heroische Geste, sondern auf Naheliegendes und Gebräuchliches. Der Blick geht aus dem Atelierfenster auf das One World Trade Center in Manhattan, richtet sich auf die pausierenden Mitarbeiter in der Atelierküche, schwenkt über die Atelierboden, die Wände, Hilfsgeräte und herumstehenden Arbeiten.
Er fokussiert sich auf dem Computerbildschirm mit iPhone-Werbung oder Nachrichten der New York Times und durch ihn hindurch bis zu den bildhaft gemachten inneren Strukturen einer Datei. Ein wellenartiges Hinein- und Herauszoomen wird vorgeführt. Ein ständiger Perspektivwechsel vom ganz großen außerhalb des Ateliers bis auf das ganz kleine im Speicher des Rechners. Lothar Fragenberg, 2017. Achim Hochdörfer, Direktor der Sammlung Brandhorst, stellte bei der Eröffnung die Frage, wo genau der kreative Akt stattfindet. Beim Lesen der Digitalzeitung? Beim Handeln? Also bei der Bearbeitung der Datei? Im Drucker mit seinem Launen? Oder doch im Kopf des Künstlers? Annette Kraus, 2017. Siamo arrivati, annuncia perentorio Wade Guyton. Ed è davvero così. Artista tra i più affermati nella complessa frontiera della sperimentazione digitale, Guyton si è letteralmente insediato per 2 mesi al Museo Madre di Napoli, con tutta la sua squadra di assistenti, macchinari per la stampa ed enormi rulli di carta. Così, citando un pubblicito del sito di Il Mattino che annuncia l'arrivo del McDonald's in Galleria Napoli, in diretto omaggio a Warhol. Guyton ha stampato, fotografato, reinventato nuovi spazi e ha costruito una mostra davvero innovativa dopo aver trasformato il museo in un'estensione simbolica del suo studio di New York. Un'esperienza a suo modo unica, nata dalla volontà di Andrea Villani, direttore del Madre. Tutto, infatti, è stato realizzato qui, in questa sala, frutto di una residenza in cui Guyton è stato costretto a fare i conti con le regissoriali di quartieri spagnoli. Con lo sguardo pigiato degli abitanti di Posillipo e con i riti pagani della Napoli sotto regna della Fontanella. Gianluigi Collin, 2017. The couple married in 2008, quote, "We have rules," she says of their buying. These include prioritizing work that is challenging, disruptive, and that both of them have to love it. Quote, "It can't be economically suicidal," she adds. Quote, "And we can only buy artists after they've been showing for 15 years," end quote. Wade Guyton, who makes accidental artworks with computers, scanners, and inkjet printers, has recently been added to the collection in accordance with these guidelines. Carolyn Rue, 2018. The survey opens with an extensive installation that veils one of Guyton's large printers as well as a couple of tables and crates in bright blue fabric. Quote, "This was originally built out of necessity and formed part of an exhibition in Naples," he shares. Quote, "I had produced all of the artwork on site at the gallery, and for some strange Neapolitan reason, it was impossible to get a truck to pick up all the production materials before the opening. So we simply covered it all up, and it looked pretty good," end quote. In Cologne, the curious construction serves as a pedestal for Guyton's U sculptures. Besides its repurpose, it dragged along anecdotes, like a lot of the exhibits in the show. Anne Sinovshek, 2019. In this model, the important relationship is not between sender and receiver, but between communication and noise. Communication itself is the momentary blockage of noise, of the third term, the channel. And so, quote, "Communication is the exclusion of a third, the oscillation of a system between order and chaos," end quote. Any message sent between sender and receiver depends on filtering the chaos of the real. Michelle Kuo, 2019. And that's it. Thank you.